Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Video, das ich so noch nie gemacht habe, aber weil ich es so unglaublich gerne gerade bei englischsprachigen Booktubern schaue, dachte ich mir, nehme ich euch heute mal mit in den Buchladen. Es gibt also ein kleines Come Book Shopping with me. Ich nehme mir fest vor, nichts zu kaufen, weil ich wirklich noch so unglaublich viele Bücher hier habe und eigentlich wirklich mal mir vornehmen möchte, auch meinen Sub ein bisschen abzubauen. Aber ich dachte mir, ich möchte mal wieder zu Thalia, ich möchte mal wieder einfach stöbern gehen. Und das ist ja wirklich eh das Schönste. Es werden wahrscheinlich 1000 Bücher auf meiner Wunschliste landen. Und ich bin gespannt, ob einfach neue Bücher da sind. Und ich würde sagen, ich nehme euch heute einfach mal mit. Und wir schauen gemeinsam, was wir so entdecken. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, wie ihr das Format findet, ob euch das gefällt. Wenn ja, kann ich das gerne auch häufiger machen. Vielleicht kann ich auch mal unterschiedliche Buchhandlungen besuchen, neue Buchhandlungen entdecken. Ist vielleicht ganz interessant, auch mal so ein paar unterschiedliche Buchläden kennenzulernen, beziehungsweise einfach zu sehen, was sie so für eine Auswahl haben und so weiter. Von daher würde ich sagen, wir gehen jetzt mal los. Ich nehme euch mit und wünsche euch ganz viel Spaß. Hier wären wir auch schon bei Thalia. Das ist so mein Stamm-Thalia, den ich wirklich jedes Mal besuche. Und ich liebe es sehr. Ich werde euch auf jeden Fall auch die englische Ecke zeigen. Die Auswahl ist da wirklich riesig. Aber zuerst war ich mal beim New Adult-Bereich und da war es ein bisschen unordentlich. Da lag sogar noch so ein Kinder-Country-Papier. Ein bisschen komisch, ich meine, wer legt da einfach so sein Papierchen hin? Aber hier habe ich mich einfach mal so ein bisschen durchgestöbert, habe geschaut, was es so gibt, habe einige schöne gesehen. Da habe ich den ersten Teil immer noch nicht gelesen von dem einen, das ist ein Weihnachtsbuch gewesen. Ist leider irgendwie an mir vorbeigegangen. Und da habe ich mich irgendwie gefreut oder mich gewundert, dass einfach die ganzen Bücher von Mona Kasten einfach immer noch dastehen, obwohl die schon so alt sind. Aber da merkt man einfach, dass sie immer noch wirklich gefragt werden. Und Emily in Paris. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie geschaut habt, ich nicht, aber ich wusste auch gar nicht, dass es dazu Bücher gibt. Aber auch sonst gab es wirklich unglaublich viel und ich weiß nicht, kennt ihr diese Reihe noch, weil die ist eigentlich schon uralt und wurde jetzt einfach neu aufgelegt, soweit ich weiß. Und ich habe sie damals, glaube ich, angefangen, nicht komplett gelesen, aber fand ich irgendwie lustig, dass die jetzt einfach wieder im Regal stehen, so viele Jahre später. Lights of Darkness, das habe ich noch nicht gelesen, auch nicht den ersten Teil. Gab es hier schon mit und ohne Buchschnitt. Auf jeden Fall schon die zweite Auflage anscheinend mit dabei. Aber so habe ich jetzt nicht wirklich ein Buch entdeckt, was mich jetzt so mega angesprochen hat, muss ich sagen. Dann habe ich aber hier noch ein bisschen weiter geschaut. Waren auch noch einige, beziehungsweise ich habe einige gesehen, die ich wirklich schon kenne. Crushing Colors fand ich zum Beispiel richtig, richtig toll. Ja, ein paar liegen noch auf meinem Sub und warten darauf, gelesen zu werden. Dann habe ich auch noch hier ein bisschen weiter geguckt in dem Regal und habe Ich bin Circe gesehen. Das möchte ich eigentlich unbedingt noch lesen. Das Lied des Achill habe ich ja gelesen. Fand ich ganz gut. Die Atmosphäre war wirklich sehr besonders. Hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, aber eigentlich möchte ich trotzdem Ich bin Circe noch lesen. Und auch das hier gehört ja, glaube ich, irgendwie mit dazu. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Falls ihr das schon gelesen habt, das kleine Büchlein, sagt mal Bescheid. Und so generell so historische Romane ist bisher ja wirklich noch gar nicht mein Ding, obwohl ich es gerne mal lesen würde. Die versteckte Apotheke, das möchte ich unbedingt lesen, da finde ich das Cover wahnsinnig schön und ich finde auch der Klappentext spricht mich irgendwie total an, also das wandert auf jeden Fall mal auf die Wunschliste. Ja, und sonst waren hier einige historische Romane, die ich alle noch nicht kenne. Auch Outlander und diese ganzen Mega-Schinken stehen hier. Ich weiß nicht, mich würde es schon mal reizen, aber irgendwie, keine Ahnung, greife ich, glaube ich, dazu einfach nie. Weil ich meine, diese Reihe, da muss man schon sehr committed sein, um die komplett zu lesen. Aber mal sehen. Dann habe ich mich noch so ein bisschen bei den anderen Tischen da umgeschaut. Es gab super, super viel Schönes und viel Neues. Dann ist mir direkt hier Bissle Spätzle Habibi in die Augen gefallen. Das habe ich nämlich gerade erst gelesen. Fand ich sehr, sehr gut. Und diese beiden Bücher fand ich vom Cover her sehr ansprechend. Mal was ein bisschen Außergewöhnliches, finde ich. Das sind aber immer so diese Bücher, die vom Titel her super cute klingen und mich dann aber so vom Inhalt oft nicht ganz überzeugen. Deshalb war ich da jetzt so ein bisschen skeptisch, sage ich mal. Dann gibt es anscheinend auch was Neues von Jojo Moyes. Richtig, richtig schönes Cover. Habe ich, ich glaube, ich habe von der Autorin generell noch fast nie was gelesen. Auch so das Bekannteste, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, habe ich auch nicht gelesen, da habe ich nur den Film gesehen. Müsste ich vielleicht mal probieren, keine Ahnung. Und No Longer Lost, das ist ja schon der zweite Teil von dieser Reihe. Den ersten habe ich auch noch nicht gelesen, obwohl ich eigentlich so viel Gutes darüber gehört habe. Aber wir kennen es ja, man hat nur eine begrenzte Anzahl an freien Minuten am Tag und alles kann man halt leider nicht lesen. Hier schaue ich auch immer gerne vorbei bei den unsere Top 40 Bücher. Einfach so ein paar persönlichere Empfehlungen und ich finde es immer sehr spannend, was so die Buchhändler und Buchhändlerinnen empfehlen.
1 hat mich auf jeden Fall direkt angesprochen. Das hier möchte ich nämlich eigentlich schon wirklich seit Ewigkeiten lesen. Aber irgendwie habe ich bis jetzt einfach noch nicht dazu gegriffen. Offene See klingt aber sehr cool und ich finde die Bewertungen, die ich dazu bisher gelesen habe, haben mich eigentlich auch wirklich sehr angesprochen. Und auch dieses hier, das ist ja das andere Buch, also von der Autorin habe ich ja gerade das, was man von hier aus sehen kann, gelesen und den Kinofilm dazu geschaut. Und eigentlich möchte ich von ihr auch noch die anderen Bücher lesen. Ich glaube, 2 gibt es auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr sind. Genau, das hier habe ich jetzt gerade gelesen. Hat mich sehr gut unterhalten, war sehr außergewöhnlich. Like Snow We Fall, das habe ich schon gelesen, letztes Jahr, glaube ich. Und 50-50, das hat mich auch wieder vom Cover sehr angesprochen. Das ist ja von dem gleichen Autor wie 13. Das habe ich aber nicht gelesen, weil da die Bewertungen wieder so ein bisschen etwas negativer waren. Von daher, falls ihr das gelesen habt, schreibt gerne mal. Weiter geht es hier bei diesem Regal. Da habe ich auch ein Buch entdeckt, das schon länger auf meiner Wunschliste steht. Und zwar das hier, das Leuchten der Rentiere. Das hat mich vom Klappentext irgendwie total an Der Gesang der Flusskrebse erinnert, so ein bisschen, weil es auch dieses irgendwie viel Natur mit sich bringt. Und ein Mädchen lebt eben irgendwie in dieser Natur. Der Gesang der Flusskrebse hat mir ja wirklich unglaublich gut gefallen. Das hätte ich am Anfang wirklich nie gedacht. Aber es war einfach so unterhaltsam, so spannend und einfach so schön. Das hat mich vom Cover angesprochen. Da habe ich aber mittlerweile auf Instagram schon eine sehr negative Rezension zugesehen. Also mal gucken, ob ich es wieder von meiner Wunschliste streiche. Aber ich fand es ganz interessant, dass hier vorne auch der Strichcode auf dem Cover ist. Auch sehr ungewöhnlich, aber warum nicht? Und sonst habe ich da einfach noch so ein bisschen rumgeguckt. Hier von Benedict Wells möchte ich unbedingt mal was lesen. Habe ich bisher nämlich noch gar nichts gelesen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man muss das mal gelesen haben. Und es reizt mich schon. Von daher mal gucken. Vielleicht habe ich ja mal in den nächsten Wochen oder Monaten ein bisschen Zeit und Lust. Dann habe ich hier ein Buch von Ewald Ahrens entdeckt. Das ist, glaube ich, schon etwas länger erschienen, weil es auch schon als Taschenbuch da ist. Irgendwie ist das komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich möchte eigentlich alle seine Bücher lesen, weil ich die ich kenne, beziehungsweise das eine, das ich bisher erst kenne, eigentlich total mochte. Und das andere, das habe ich nämlich jetzt auch schon zu Hause, weil es ist ja jetzt gerade ein neues Buch von ihm erschienen und das sehen wir hier. Die Liebe an miesen Tagen. Das klingt einfach so schön. Das ist, glaube ich, ein Liebesroman. Möchte ich aber auf jeden Fall lesen. Und das hier, Alte Sorten, habe ich auch schon zu Hause. Das wollte ich eigentlich im Februar in einem Buddy-Read lesen. Mal gucken, ob es zeitlich hinhaut. Aber es steht auf jeden Fall auf meiner Leseliste. Dann hier auch die Bücher von Carsten Henn. Oh, diese beiden Bücher, ich habe sie geliebt. Und das Apfelblütenfest habe ich zu Hause und wartet auch darauf, gelesen zu werden. Zur See ist auch so ein Buch, das steht seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste. Ich habe es aber noch nicht. Aber hier habe ich schon so unglaublich viel Gutes darüber gehört. Von daher mal schauen. Vielleicht komme ich ja irgendwann mal dazu. Und jetzt, Leute, jetzt gehen wir zur englischen Ecke. Und ich liebe diese englische Ecke bei mir im Talier. Ich muss sagen, ich bin so happy, dass diese Auswahl da so unglaublich riesig ist. Schaut selbst. Tada! Das ist einfach alles englische Bücher. Und die YA-Bücher, die kommen erst noch im nächsten Stockwerk. Also ich bin wirklich so, so glücklich, dass es da eine so unglaublich riesige Auswahl gibt. Und ich finde wirklich jedes Mal neue Bücher, die ich noch nie gesehen habe. Und ach, ich liebe es einfach wirklich, einfach da so rumzustöbern. Da gibt es einfach nichts Schöneres. Die ganzen Colleen Hoover-Bücher, hier gibt es schon wieder ein neues Cover. Nee, wir kriegen die Bücher wirklich gefühlt jedes Jahr irgendwie ein neues Cover. Aber why not? Und hier habe ich My Killer Vacation. Das ist ein Buch, das kann ich nicht empfehlen. Das mochte ich wirklich nicht gerne. Habe ich auch abgebrochen, irgendwie bei der Hälfte, weil, oh, ich weiß nicht, das war mir zu viel Spice und zu wenig Story. Habe ich definitiv mir mehr von erhofft, weil es ja eigentlich so ein bisschen Mystery auch sein sollte. Honey and Spice, das erscheint bald auch auf Deutsch. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber auch das englische Cover ist unglaublich schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Aber da werde ich warten, bis dann die deutsche Version kommt. Und auch hier habe ich gesehen, Terms and Conditions, ein unglaublich tolles Buch. Und es ist mir jetzt erstmalig aufgefallen, dass es hier zwei verschiedene, ja, Ausgaben gibt, wo die Schrift einfach ein bisschen anders ist. Jetzt gerade kam der dritte Teil bei mir zu Hause an, den hatte ich vorbestellt. Freue ich mich sehr drauf. Aber Terms and Conditions kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist eine Fake-Dating-Story und es war einfach so gut gemacht. Also ich habe es wirklich sehr geliebt. Hier von Mitch Albom habe ich schon mal ein Buch gelesen und das ist ein anderes, das eigentlich auch noch auf meiner Wunschliste steht, aber jetzt nicht ganz so weit oben. Muss ich mal gucken. Das habe ich geliebt. The Charm Offensive kann ich wirklich sehr empfehlen. Ist eine queere Romance zwischen zwei Männern. Das hier habe ich noch auf Deutsch zu Hause. Muss ich eigentlich auch bald noch lesen. Und ich liebe einfach diese Farben. Ich liebe einfach diese Farben in dieser Abteilung. Alles ist so schön bunt und irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie ist alles immer so neu und erfrischend. Ich mag es total gerne. Ich finde, englische Bücher haben einfach immer so was Besonderes an sich. Keine Ahnung, ich kann es gar nicht richtig erklären. Aber auch hier, das habe ich mir tatsächlich bestellt, ist auch schon da.
Da freue ich mich sehr drauf. Und da gibt es ja auch noch eine ganze Menge andere, beziehungsweise ich glaube zwei andere Bücher, die dazugehören. Die werde ich mir dann bestellen, falls mir das erste gut gefällt. Mal abwarten. Set on You, das ist eins, das steht eigentlich auf meiner Wunschliste, aber die Bewertungen sind nicht so gut. Und ich glaube, von der Autorin ist jetzt ein neues erschienen, falls es die Autorin ist. Ich glaube, das hieß X's and O's. Das habe ich zwar gesucht, aber nicht gefunden. Das möchte ich lesen, weil da sind die Bewertungen tatsächlich sehr positiv. Also da hoffe ich, dass mir dann das besser gefällt und ich das andere einfach gar nicht erst lesen muss. Aber mal schauen. Und sonst, das hier habe ich auch entdeckt, Lucy's Gore. Das wird ja jetzt bald ins Deutsche übersetzt, worauf ich mich auch sehr freue. Und auch das hier, da schleiche ich schon eine ganze Weile immer drumrum, weil ich mir immer so unsicher bin, ob ich es wirklich lesen möchte, ob es wirklich gut ist. Aber irgendwann wird es, so wie ich mich kenne, schon bei mir auch einziehen. Genauso wie If We Were Villains. Auch ein Buch, das will ich eigentlich schon seit Ewigkeiten lesen, aber irgendwie bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. Und es sind einfach so viele andere Bücher, die irgendwie dann doch immer Vorrang haben. Naja, Spare, das möchte ich nicht lesen. Da hört man ja eher Negatives zu, sag ich mal. Ich habe also eine Review von der englischsprachigen Booktuberin gesehen. Die ist eher negativ ausgefallen. Auch bei Deutschen, die es gelesen haben, habe ich immer wieder ein paar Passagen gesehen, wo ich mir so dachte, nein, brauche ich nicht. Dafür dieses hier, Leute. Oh, ich muss dieses Buch haben, aber es ist mir gerade einfach noch zu teuer. Übrigens, ich denke, viele von euch wissen das, aber bei Thalia, wenn hinten drauf bei englischen Büchern ein Preis steht, schaut immer, wie viel das Buch online kostet bei Thalia und sagt das dann an der Kasse. Dann bekommt ihr das Buch automatisch zu dem günstigeren Preis online. Also zahlt nicht den Preis, was im Laden steht. Das ist wirklich immer so viel teurer. Also glaubt mir, da kann man eine ganze Menge sparen. Dann habe ich Caraval gesehen. Das sind jetzt keine englischen, das sind die deutschen Ausgaben. Und wie unglaublich schön ist dieser Buchschnitt. Ich muss ja sagen, ich bin nicht so der größte Buchschnittfan. Also ich finde das schön, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir deshalb ein Buch kaufen würde. Aber ich finde die bei Caraval jetzt, die sehen schon unglaublich schön aus. Und Caraval habe ich ja so eine Story mit dem Buch, weil ich habe das gelesen und ich muss sagen, ich habe das damals irgendwie einfach nicht verstanden. Ich weiß auch nicht warum, irgendwie war es entweder die falsche Zeit. Ich habe echt überlegt, ob ich es nochmal rereaden soll, einfach um es nochmal auszuprobieren. Aber mal schauen. Das hier finde ich unglaublich schön, das Buch. Das ist ja jetzt ein Hardcover, das im Lyx Verlag erschienen ist. Und ich finde das Cover, das spricht mich wirklich total an. Muss ich mal gucken, ob ich mir das vielleicht wirklich irgendwann noch zulege. Vielleicht warte ich noch ein bisschen. Eigentlich habe ich mir ja wirklich fest vorgenommen, jetzt meinen Sub erstmal abzubauen. Mal gucken, wie das so läuft. Wir werden sehen. Aber ja. Und sonst habe ich einfach noch so ein bisschen rumgeschaut, was es sonst so für Bücher gibt. Habe ein paar neue entdeckt, aber auch viele altbekannte. Das habe ich zum Beispiel noch nie gesehen gehabt. Aber es klang eigentlich ziemlich gut. Also mal schauen. Die Bibliothek von Edinburgh. Genauso wie das hier. Ich möchte einfach mehr Fantasy lesen, so in Zukunft, die ich noch nicht so kenne. Also wo die nicht so mega gehypt sind. Weil ich glaube, da liegen eigentlich so richtige versteckte Schätze. Und man greift halt irgendwie nie danach, weil ja, man immer die anderen so sieht. Und auf dieser Seite sind dann noch so ein paar Romance-Bücher, ganz unterschiedlich. Ja, also schaut sie euch an. Das ist echt meine Lieblingsecke im Thalia. Oh, ich könnte echt Stunden verbringen. Ich liebe einfach die Auswahl. Und hier waren dann noch die Twisted-Reihe, lag hier noch. Da habe ich ja die letzten beiden noch nicht gelesen. Ich muss sagen, ich habe mir die Reihe irgendwie komplett bestellt, weil ich dachte, ich würde sie lieben. Ich fand die ersten beiden auch okay. Also. Es sind sehr spicy Bücher, aber sie haben trotzdem Story. Aber irgendwie war jetzt gerade bei mir nicht so die Zeit, wo ich Lust auf sowas hatte. Und jetzt habe ich halt Teil 3 und Teil 4 noch hier liegen. Und sie warten noch darauf, gelesen zu werden. Muss ich mal gucken, wann ich dazu komme. Das ist ja schon wieder das neue Buch von der gleichen Autorin. Das werde ich aber, glaube ich, nicht lesen. Ich habe keine Ahnung, um was es geht, aber weiß nicht. Da gibt es andere Bücher, auf die ich mich mehr freue. Von daher mal abwarten. Und sonst, Babel, das liegt ja immer noch bei mir zu Hause. Ich habe es ja schon angefangen. Ich bin auf Seite 100 oder so. Aber bin ich jetzt noch nicht so weitergekommen. Aber hoffe ich, dass ich das bald beenden kann. Ja, und hier auch noch ein paar gehypte BookTok-Bücher, würde ich mal sagen. Ja, Final Offer, da liegt es auch. Habe ich schon zu Hause. Freue ich mich schon sehr drauf. Und bevor wir jetzt gleich noch hochgehen und zu der Jugendbuchabteilung kommen, ich liebe einfach auch die englischen Klassiker-Ausgaben. Ich finde, da gibt es so unglaublich schöne. Die sind halt auch immer ziemlich teuer. Aber gerade so The Great Gatsby, so ein richtig schöner Ledereinband. Ich weiß nicht, die haben mir echt was, die haben mir das echt angetan. Da gibt es so schöne. Auch Anne of Green Gables möchte ich eigentlich wirklich immer noch lesen. Das sind einfach so Bücher, die hätte ich total gerne in meinem Regal stehen.
Aber Klassiker ist halt immer so eine Sache. Sie sehen irgendwie schön aus und manche sind auch wahrscheinlich vom Inhalt her richtig gut. Aber meine Motivation, sie dann zu lesen, hält sich dann doch meistens irgendwie in Grenzen. Vielleicht ändert sich das mal und vor allem dann auch auf Englisch, ne? Das ist ja dann gerade bei Klassikern irgendwie nochmal schwieriger. Muss ich mal gucken. Aber die Ausgaben sind auf jeden Fall immer wirklich traumhaft schön. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir wirklich mal hoch. Denn oben sind auch immer unglaublich viele tolle Bücher. Ich finde es einfach total schön, dass der Thalia wirklich so viele englische Bücher auch immer hat. Auch bei der Jugendbuchabteilung. Es gibt zwar auch super viele deutsche, logischerweise. Aber ich finde die Auswahl hier ist einfach immer total toll. Hier ist immer so ein kleiner Anfangstisch, sage ich mal, mit so den Neuerscheinungen oder BookTok-Büchern. Ich weiß gar nicht genau. Aber hier sind auch mal so ein paar, die mich wirklich ansprechen. Hier, A Good Girl's Guide to Murder habe ich ja gelesen. Fand ich richtig gut für einen Jugendthriller. Also wirklich richtig, richtig spannend. Und auch sonst finde ich den einfach vom Cover her immer so ansprechend. Das lese ich gerade, A Million to One. Gefällt mir richtig, richtig gut. Auch das Cover liebe ich. Das war auch so ein Coverkauf und stand auf meiner 23 für 2023 Liste. Aber guckt euch mal dieses Cover an. Wie wunderschön kann ein Cover bitte sein? Das klang auch einfach so toll. Habe ich auch mal auf die Wunschliste, beziehungsweise ich wollte erst mal googeln, wie so die Bewertungen sind. Aber mal gucken. Spricht mich auf jeden Fall äußerlich sehr an. Und so auch hier. Da ist halt so der Struggle. Ich glaube, man sollte die Caraval-Reihe vor dieser Reihe lesen. Und da ich Caraval ja aber nicht so richtig verstanden habe und dann nicht mehr weitergelesen habe, kann ich das hier logischerweise auch nicht lesen. Aber irgendwie reizt es mich. Deshalb bin ich hier jetzt im Überlegen, lese ich Caraval nochmal oder halt nicht. Und hier seht ihr jetzt noch die englische, vor allem queere, sag ich mal, das queere Regal mit englischen Büchern. Hier oben sind dann auch wieder deutsche. Aber das sind echt wirklich so unglaublich viele, die ich noch nie gesehen habe, die echt unbekannt sind auch, was ich immer total schön finde, weil man dann immer Neues entdeckt. Und auch sonst gab es hier natürlich Heartstopper, ist natürlich immer dabei. Das Jahrbuch habe ich immer noch nicht gelesen, habe ich auch noch nicht zu Hause, obwohl ich es eigentlich unbedingt lesen muss. Das ist, glaube ich, was für Heartstopper-Liebhaber ist es wirklich einfach ein Muss. Ihr seht selbst, es ist nicht super viel Inhalt, es ist nicht super viel Text, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich brauche das. Ich möchte das auf jeden Fall noch lesen. Also muss ich mal gucken, wann ich mir das zulege und ob ich es auf Englisch oder auf Deutsch lese. Wahrscheinlich eher auf Englisch. Vom Cover her ist es eh gleich. Prison Healer kann ich ja so empfehlen. Das fand ich ja richtig, richtig gut, diese Reihe. Also wirklich richtig gut. Gibt es auch schon auf Deutsch die ersten beiden Teile. Eine dritte kommt irgendwann. Ich weiß gar nicht genau wann, aber kommt. Und sonst Crush. Hier sind auch schon die anderen beiden. Also der vierte Teil. Und der fünfte Teil. Ja doch, vierte und fünfte, oder schon? Krass. Da muss ich jetzt erstmal den dritten noch hören. Die sind mir zu dick, um sie zu lesen. Aber ja, sonst habe ich halt einfach noch so ein bisschen rumgestöbert. Da habe ich jetzt aber auch nicht mehr so viel entdeckt, was mich mega angesprochen hat. Aber das macht ja auch nichts. Das hier fand ich zumindest vom Cover her richtig, richtig schön. Hat mir auf jeden Fall, ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und das hier steht schon länger auf meiner Wunschliste. Aber da muss ich davor auch noch erstmal ein paar andere lesen, bevor ich dann dazu komme. Auch hier oben gibt es natürlich nochmal einzelne Tische, wo ich dann immer von auch vorbeigehe mit ganz unterschiedlichen Sachen hier. Vor allem Romance-Titel, aber auch The Inheritance Games, immer gleich das Deutsche. Neben dem Englischen finde ich auch sehr praktisch, kann man immer direkt vergleichen. Da finde ich die Deutschen tatsächlich schöner, muss ich sagen, die englischen Ausgaben. Ich weiß nicht, gefallen mir irgendwie nicht ganz so gut, obwohl sie auch was haben. Ich bin ja einfach nur auf die, an die anderen gewöhnt. Aber ja. Da waren echt einige Bücher, die ich auch schon zu Hause habe, die ich noch lesen möchte. Und einige, die mich jetzt auch nicht so ansprechen. Gerade hier, so diese ganze Holly Black-Reihe. Ich weiß nicht, irgendwie ist die bisher total an mir vorbeigegangen, aber irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich viel verpasst habe. Naja. Und dann auch hier Anatomy. Das ist zum Beispiel ein Buch, das möchte ich eigentlich noch lesen. Aber auch da sind die Bewertungen ein bisschen unterschiedlich, dass es mich so ein bisschen abschreckt. Aber mal gucken. Eigentlich ist es wirklich noch auf meiner Wunschliste. Und auch hier sind nochmal so ein paar unterschiedliche queere Bücher. Honey and Ishu's Guide to Fake Dating habe ich ja gelesen. Fand ich so toll. Das war wirklich ein 5-Sterne-Buch für mich. Also habe ich es sehr geliebt. Kann ich sehr empfehlen. Und auch sonst Dark Rise habe ich auch gelesen. Und dann haben wir hier noch Am Ende sterben wir sowieso. Ich glaube, das ist so ein Buch, da gehen die Meinungen so krass auseinander wie bei nicht allzu vielen anderen Büchern. Manche sagen, es ist so unglaublich gut und traurig. Und manche sagen, es ist so schlecht und langweilig. Und ich habe es noch nicht gelesen, weil ich immer so hin und her gerissen bin. Keine Ahnung. Ja, naja, und dann war mein Besuch auch schon wieder vorbei und ich bin wieder nach unten gestiefelt, habe nichts gekauft, ich habe mich wirklich zusammengerissen, beziehungsweise doch, ich habe was gekauft, das zeige ich euch gleich, aber kein Buch zumindest. Ja, und dann ging es auch schon wieder in die Kälte hinaus. Und
das war's auch schon wieder. Ich bin wieder zu Hause. Das war mein Trip in den Buchladen. Ich bin gespannt, wie euch das Video gefallen hat. Ich habe unglaublich viele tolle Bücher entdeckt. Einige sind auf meiner Wunschliste gelandet. Ich update die ja immer auf Goodreads, also falls ihr mir da noch nicht folgt. Unten in der Infobox sind alle meine Kanäle und so verlinkt. Könnt ihr mal vorbeischauen und ja, mal sehen, wann ich sie kaufen werde. Also wie gesagt, eins ist wirklich ganz, ganz, ganz weit oben auf meiner Wunschliste und das ist wirklich I'm Glad My Mom Died. Ich möchte das unbedingt lesen. Das ist mir einfach jetzt gerade wirklich noch zu teuer. Ich hoffe, dass das sich bald etwas ändert. Zu lange werde ich mich gedulden. Ich habe kein Buch gekauft, aber eine Sache habe ich dann doch mitgenommen. Dieses Zettelchen. Und zwar ist es ein Ticket für die Lesung von Anja Omar, auf die ich mich sehr freue. Ich bin unglaublich gespannt, freue mich richtig, dass sie zu mir in die Stadt kommt. Und ja, freue mich da sehr drauf. Es ist ihre Lesereise, sag ich mal, zu Gewitterleuchten. Das ich ja auch schon gelesen habe, sehr gemocht habe. Deshalb freue ich mich umso mehr und bin gespannt auf den Abend. Jetzt sind wir auch schon beim Ende dieses Videos angekommen. Wie gesagt, schreibt mir gerne, wie ihr das Format findet. Dann werde ich das vielleicht öfter so machen. Sonst bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich, macht's gut und bis dann. Tschüss!